In jahrzehntelangen erbitterten Seekriegen feuern im 17. Jahrhundert niederländische und englische Kriegsschiffe zahllose Breitseiten aufeinander ab. Es sind gewaltige Schlachten, manchmal mit 100 Schiffen auf beiden Seiten und Tausenden von Männern. Wer auch immer eine einzelne Schlacht verliert, die Niederländer büßen ihre Handelskraft ein und gehen bankrott. Genau wie die Engländer, weil sie den Krieg verlieren. Hier geht es nicht um kleine Fische, sondern ums große Geschäft. Die Engländer und die Niederländer haben sich im Zeitalter der Segelschiffe die größten Seeschlachten geliefert. Mit einer Feuerkraft, die selbst von Landstreitkräften nicht überboten wurde. Für beide Länder stand ihre Rolle im Welthandel der nächsten 200 Jahre auf dem Spiel. Niederländer und Briten sind die zwei größten Handelsmächte der westlichen Welt. Ihre Kaufleute schwärmen bis nach Ostindien aus. Ihre Wege kreuzen sich und sie bekämpfen einander. Die beiden aufstrebenden Handelsimperien konkurrieren in der ganzen Welt. Während sie draußen um Marktanteile wetteifern, müssen sie zu Hause den bürgerlichen Freiheiten Raum gewähren. Zum ersten Mal in der frühen Neuzeit fordern die Menschen dieser Länder von ihren Regierungen die Garantie persönlicher Freiheit, einschließlich der Freiheit der Religionsausübung. Die Niederländer hatten aufgrund der religiösen Konflikte in Europa erkannt, dass es Toleranz, dass es Gewissensfreiheit und die persönliche Freiheit des Einzelnen geben müsse. Während die Niederlande Religionsfreiheit garantieren, schwankt England zwischen maßvoller Toleranz und einer mit Strenge durchgesetzten Staatsreligion. Das sollte sich auf das Leben der Menschen in beiden Gesellschaften auswirken. Innerhalb der eigenen Grenzen, aber auch auf einer schmalen Halbinsel, fernab vom Zentrum der Welt, Manhattan. Und in einem Land, das ein Jahrhundert später diese Freiheiten in seine Verfassung aufnehmen würde. Bis sich jedoch in und zwischen den Ländern stabile Verhältnisse etablierten, war persönliche Freiheit noch nicht garantiert. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde Europa durch Religionskriege verwüstet. Die Armeen des katholischen Spanien griffen das protestantische Holland an. In England führten religiöse Auseinandersetzungen zum Bürgerkrieg. Tausende fanden den Tod. König Charles I. stritt in England mit seinem Parlament über Steuern und mit seinem Volk über Religion. Charles I. galt bei seinen Untertanen als Tyrann, der ohne Parlamentszustimmung Steuern erhob und auch versuchte, die Kirche von England zum Katholizismus zurückzubringen, und das in einem Land, das ausgesprochen antikatholisch war. Für die Engländer waren katholische Herrscher willkürlich und despotisch. Als Charles I. die Religion wieder ändern wollte, rebellierte sein Volk. 1640 und 41 kam es im ganzen Land zum Aufruhr gegen seine religiösen Neuerungen und seine katholischen Ratgeber, was 1642 zum Ausbruch des Bürgerkrieges führte. Die vom Parlament gegen König Charles aufgestellte Armee führte bald ein politisches Eigenleben. Ihr ehrgeiziger Befehlshaber Oliver Cromwell verlangte nach dem Sieg über die Königstreuen die Verurteilung und Hinrichtung des Königs. Als der König tatsächlich enthauptet wurde, jubelten die Soldaten, aber es gab ein Aufstöhnen unter den übrigen Zuschauern. Nach dem Tod Charles I. vernichtete Cromwell bald auch die Armee, die vom Sohn dieses Königs, Charles II., geführt wurde. Charles II. Entging nur knapp seiner Gefangennahme. Er konnte mit einem Schiff ins Exil entkommen. Cromwell stieg darauf bald zum Führer der Armee und des Parlaments auf, das ihn zum Lord Protector machte, zu einem Diktator sozusagen. Aber Cromwell würde nicht ewig leben.
Oliver Cromwell stirbt 1658. Bis 1660 herrscht politisch und wirtschaftlich ein komplettes Chaos. Gegen Ende dieser Periode ist man in England überzeugt, dass das Land allein durch die Rückkehr zur Monarchie wieder Stabilität bekommen könnte. Es mag für Bürger eines modernen Staates befremdlich wirken, dass die Briten gerade 11 Jahre lang eine Republik hatten, sie dann aufgaben und wieder die Monarchie einführten. Aber diese Republik war nicht das Ergebnis einer Revolution wie in Frankreich oder des Sturzes eines fremden Tyrannen wie in Amerika. Sie war von einer kleinen Minderheit der Bevölkerung erzwungen worden, um eine radikale Religion und eine radikale Politik zu etablieren. Das Volk wollte König, Aristokratie und alte Kirche wiederhaben. Und das bekam es auch. Den gesamten Weg von Rochester nach London säumte eine große Menschenmenge, die gegen London hin immer dichter wurde. Die Rückkehr des Königs löste gewaltige Gefühle aus. Nach einem Albtraum kehrte England jetzt zur Normalität zurück. Zurück zur angestammten Herrschaftsform der Monarchie. . 1660 war Charles II. Daran, sich einen Platz in der Geschichte zu erobern. Und er betraute Samuel Pepys damit, alles über sein wechselvolles Leben aufzuzeichnen. Das geheime Tagebuch von Samuel Pepys hat späteren Generationen intimste Einblicke in die Herrschaft Charles II. Vermittelt, oftmals wortwörtlich. Wohlan, Mr. Pepys, wir danken für die Niederschrift unserer Geschichte. Es war eine barbarische und blutrünstige Zeit. Oh, es ist mir eine Ehre, Eure Majestät. Es ist eine Geschichte, die von allen verstanden werden sollte. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Exil lernte Charles Lady Castlemaine kennen. Sie ist die Tochter eines königstreuen Aristokraten, der sein Vermögen im Bürgerkrieg verloren hat. Für die nächsten 10 Jahre wird sie die Hauptmätresse von Charles. So, und also nach eurem Kampf mit Cromwell und umzingelt von seinen Truppen, wie konntet ihr damals entkommen? Nun, ich hatte mich entschlossen, mich ein wenig zu verkleiden. Und zwar mit einem gewöhnlichen Paar graufarbener Tuchhosen, einem ledernen Wams und einer grünen Jacke. Auch habe ich mir mein Haar sehr kurz schneiden lassen. Nachdem das mit der Verkleidung geschehen war, habe ich mich Richard Penderell, einem Katholiken, anvertraut. Oh, aber haben nicht Cromwells Truppen sämtliche Häuser von Katholiken durchsucht? Ja, aber ich wusste, dass sie Verstecke für Priester hatten. Penderell sagte mir, dass es sehr gefährlich wäre, dort in seinem Haus zu bleiben, ebenso im Wald, denn da würde der Feind ganz sicher nach mir suchen. Aber er kannte einen Ausweg, wie ich den nächsten Tag überstehen konnte. Und zwar, indem ich in eine große Eiche hochkletterte. Ja, wuchs diese Eiche denn nicht im Wald? Nein, sie stand abseits und war sehr gut sichtbar, doch umso weniger verdächtig. Aber wir konnten alles im Umkreis sehen, ohne gesehen zu werden. Soldaten liefen hin und her und suchten nach Geflohenen. Und alle Penderells haben perfekt Unwissen vorgetäuscht. Sehr mutig von ihnen. Charles hat sie später dafür belohnt, als er zurückkam. In darauf folgenden Beratungen hat Colonel Lane uns versichert, dass seine Schwester einen guten Vorwand habe, in Bristol eine Cousine zu besuchen. Und dass sie mich als ihren Diener dorthin mitnehmen könne. So dass ich in Bristol ein Schiff finden könnte, das mich aus England schafft. Was uns mit Gottes Hilfe auch gelang. In den ersten Jahren seiner Herrschaft stellt Charles II. Seine Macht, seinen Reichtum und sein Ansehen wieder her. Ab 1664 konzentrierte er sich auf die Außenpolitik und widmet sich zugleich einem anderen wichtigen Teil der Staatsführung, dem Militär. In Amerika hatte er gerade seinem Bruder James, dem Herzog von York, alle um den Hudson River gelegenen Territorien geschenkt. Aber die Sache hatte einen Schönheitsfehler. Er schließt die Kolonie New Netherlands mit ein, die unter der Kontrolle der Niederländer steht. Doch das will Charles II. Nun korrigieren. Charles, Sie sprechen ja James ein großzügiges Stück von Amerika zu. Ja, aber bereits ein Häppchen der Niederlande wird eine Herausforderung für den Herzog von York sein. Das wird zweifellos vom Geschick Colonel Nichols abhängen. Er scheint ja schon ganz erpicht auf seine privaten Instruktionen zu sein. Euer Majestät. Lady Castlemaine. Colonel Nichols, wie wir öffentlich haben verlauten lassen, haben Sie die Stimmung unserer freudlosen und öden Herrschaft in Massachusetts zu ermitteln und uns mitzuteilen. Ich werde
alles tun, um mich mit den wahren Meinungen der wichtigsten Personen dort zu versehen, Majestät. Ganz vertraulich. Das eigentliche Ziel unserer Bestrebungen ist die Einnahme der Kolonie Manhattan. Das Volk vollkommen zu unterwerfen und uns gegenüber zu Gehorsam zu verpflichten. Sichern Sie uns die gesamte Region dort. Und zwar, damit die Niederländer dort nicht weiter Handel treiben können, den sie sich völlig unrechtmäßig angeeignet haben. Handel, der jetzt nur unserem Bruder zusteht, dem Herzog von York. Kurz darauf segelt Colonel Nichols in geheimem Auftrag nach Amerika, um die Macht in der niederländischen Kolonie auf Manhattan zu übernehmen. Die Niederländer nennen ihr Territorium Neu-Niederland. Es liegt zwischen den englischen Kolonien New England und Virginia. Schon zwei Generationen lang haben die Niederländer Pelze und Nahrungsmittel auf dem breiten Hudson River nach Neu-Amsterdam geschifft, dem größten Hafen ihrer Kolonie an der Spitze von Manhattan. Auf der Halbinsel im Hudson gibt es Farmen, Obstgärten und Weideland. 1664 leben in Neu-Amsterdam über 2000 niederländische Siedler. Nach jahrzehntelangen Konflikten leben sie inzwischen einträchtig mit den Ureinwohnern zusammen und treiben Handel mit ihnen. Zu Beginn der Erntezeit 1664 ist ganz Neu-Amsterdam in festlicher Stimmung. Doch plötzlich gibt es an diesem milden Augusttag Alarm, als Kriegsschiffe im Hafen auftauchen. Die Bürgerwehr eilt zu den Gefechtsstationen in der Festung, wo sie auf Befehle von Peter Stuyvesant, dem Gouverneur dieses abgelegenen niederländischen Außenpostens, warten. Wie viele Schiffe? 4. Geschütze? Über 100. Und Truppen? 1000. Plus 1000 weitere Leute aus Long Island mit 100 Pferden. Und in Brooklyn sammeln sich von Stunde zu Stunde noch mehr. Werden unsere Städte jeden dritten Mann abstellen? Sie wollen nicht kommen. Was sagen unsere Bürgermeister? Sie wollen nicht kämpfen. Mein Sohn? Er will auch nicht. Unsere Truppenstärke 200 Mann? 150, General. 50 sind krank. Auch mir wird langsam übel, was diesen Tag betrifft. Denn wir haben nur für wenige Stunden Pulver und Kugeln. Wir müssen das Ganze hinauszögern. In der Hoffnung, dass aus dem Vaterland rechtzeitig Verstärkung eintrifft. Senden Sie dem englischen General unser höfliches Ersuchen, dass wir die Gründe seiner Ankunft zu wissen wünschen. Er hat uns zu unserer Verwunderung bislang noch keine Kenntnis seiner Absichten zukommen lassen. Gewiss möchte er mit 100 friedfertigen Kanonen uns keinen Schaden zufügen. Da bin ich mir völlig sicher. Lieutenant, im Namen seiner Majestät, hiermit fordern wir die Stadt auf der Insel, die man gemeinhin wohl Manhattan nennt, und ebenso die Festung dort, auf sich dem Gehorsam und Schutz seiner Majestät zu unterwerfen. Sagen Sie Ihrem Gouverneur, dass wir kein christliches Blut vergießen möchten. Aber, dass Sie ohne absolute Unterwerfung gewiss das Grauen eines furchtbaren Krieges heraufbeschwören. Peter Stuyvesant hatte kaum militärische Erfahrung. Als die Fregatten eintrafen, hat er Neu-Amsterdam zu retten versucht, weil er wusste, dass er die Stadt nicht verteidigen konnte. Es ist keine Frage, dass Neu-Amsterdam unendlich gelitten hätte, wenn Stuyvesant sich entschieden hätte zu kämpfen. Seine einzige Chance war, auf Zeit zu spielen, in der Hoffnung, dass Truppen aus den Niederlanden kommen und die Kolonie wieder übernehmen würden. Das war keinesfalls unrealistisch. Schließlich überzeugen die bedrohliche englische Übermacht und Nichols großzügige Bedingungen Stuyvesant davon, dass Kapitulation, ohne einen Schuss abzufeuern, die beste Lösung sei. Neu-Amsterdam zu übergeben war also die richtige Entscheidung und rettete die Stadt. Den Kapitulationsbedingungen zufolge blieben alle Eigentumsrechte gewahrt und, was ebenso wichtig ist, auch die religiöse Freiheit der Niederländer. Mit dem Treueschwur auf ihren neuen Herrscher erhält Manhattan einen neuen Namen, New York, nach seinem Prinzen und Patron James, dem Herzog von York.
Mit dieser Aktion provoziert Charles II. Dreist eine der größten Seemächte der Welt, die Niederlande. Er weiß, dass Cromwells Kriegsflotte die Niederländer 10 Jahre zuvor in einer Seeschlacht geschlagen hat, als er noch im Exil war. Was seine Flotte nun macht, wird unweigerlich mit dem verglichen werden, was Cromwell im Ersten Seekrieg mit den Niederlanden gelang. Dieser vordergründig um Handelswege geführte Krieg war so verheerend wie ergebnislos. Während die Engländer in den heimischen Gewässern der Nordsee siegreich blieben, wurden sie von den Niederländern im Mittelmeer geschlagen, ihre dortigen Handelswege unterbrochen, genau wie in der Ostsee. Das bedrohte den Nachschub englischer Schiffsbaumaterialien. Die Haupttaktik der Niederländer war, frontal auf den Feind zuzusegeln, längsseits zu gehen, einige Kanonenschüsse abzufeuern und dann vor allem zu entern. Das war ihre Taktik, die sie vorzüglich beherrschten. Die Engländer erkannten, dass die einzige Antwort darauf in einer anderen Taktik liegen musste. Im ersten englisch-niederländischen Krieg waren die englischen Schiffe größer und schwerer bewaffnet. Der Vorteil ihrer Feuerkraft kam am besten in der Formation einer Schlachtlinie und dem Abfeuern von Breitseiten zur Geltung. Mit zerschossenen Masten sind die Schiffe der Niederländer so gut wie manövrierunfähig. Man tötet die Mannschaft und gewinnt so die Schlacht. Die Engländer waren also Pioniere einer auf Feuerkraft basierenden taktischen Revolution. Vor der Südostküste Englands in der Nähe von Gabbard hatte die Flotte von Cromwell diese Taktik der Schlachtlinie zum ersten Mal angewandt. Das führte zu einer der größten Niederlagen in der niederländischen Seefahrtsgeschichte. Sie formierten sich geordnet in einer Schlachtlinie. Die Niederländer kamen in gleicher Gruppenstärke ungeordnet auf sie zu und die Engländer machten einfach Kleinholz aus ihnen, indem sie aus großer Entfernung stundenlang auf sie feuerten. Eine Seeschlacht im 17. Jahrhundert war zermürbend. Es gab keinen schnellen Sieg. Man versenkte das feindliche Schiff nicht mit einem Schuss. Man zerhackte es und tötete die Besatzung. Und das dauerte viele Stunden, bis eine solche Seeschlacht entschieden war. Viele Männer werden von gespaltenen Holzteilen erschlagen. Anders als ein Splitter im Finger sind diese rasiermesserscharfen Teile fast 2 Meter lang und wiegen rund 50 Kilo. Wird man davon getroffen, kann man halbiert werden. 17 Schiffe sanken oder wurden erbeutet. Tausende Männer wurden getötet oder waren verwundet. Nach 2 Jahren Krieg und den grauenhaften Verlusten bei Gabbard wandten sich die Niederländer an ihre Regierung. 2 einflussreiche Fraktionen kämpften in den Niederlanden um die Macht. Eine Gruppierung, die reichen Bürger, die Kaufmannselite, will unverzüglich den Krieg beenden. Ihre Gegner waren die Orangisten, die Kriegspartei, die von Prinz Wilhelm von Oranien angeführt wurde. Seine Frau, Maria Stuart, war die Tochter Charles I. Wilhelm hatte deshalb während des Bürgerkrieges die englische Monarchie unterstützt. Er starb an Windpocken, nur wenige Tage bevor Maria ihren Sohn Wilhelm III. Gebar. Nach dem Tod Wilhelms II. Waren die Orangisten führungslos und die republikanisch gesonnenen Bürger übernahmen die Macht. Die Kaufmannselite, die den Krieg hasste, weil er den Handel lahmlegte, setzte ihre eigene politische Führung ein, Johann de Witt. De Witt wurde 1653 in einer Zeit schwerer Krisen ernannt. Die Niederländer waren in einem Krieg mit England, den sie nicht gewinnen konnten, weil ihre Flotte zu schwach war. Johan de Witt war damals ein junger Anwalt aus Dordrecht, der sich bald als sehr fähig erwies. Er glaubte, dass eine wahre republikanische Regierung nicht demokratisch sein sollte, so wie wir das heute verstehen, sondern im Wesentlichen aristokratisch, also geführt von gut ausgebildeten und wohlhabenden Patriziern wie ihm. Dieser Krieg ist ein Desaster. Wir müssen ihn beenden. Wir könnten jetzt noch glimpflich davonkommen. Cromwell wird über einen Frieden mit uns gewiss erfreut sein, mit seinen protestantischen Brüdern und möglicherweise gegen die Antichristen in Spanien gehen. Und dann müssen wir eine Flotte aufbauen, die jederzeit englischen Breitseitenattacken standhält. Wir beginnen den Krieg erneut.
De Witt war wirklich bemüht, einen Friedensvertrag zu schließen, und Cromwell ließ ihn überraschenderweise ungeschoren. Die den Niederländern auferlegten Bedingungen waren ungewöhnlich milde. Cromwell wollte den zerstörerischen Krieg mit den Niederlanden beenden. Vielmehr aber lag ihm daran, die Orangisten, die Charles II. Im Exil unterstützten, davon abzuhalten, die Macht in den Niederlanden zu übernehmen. Der Schlüssel zum Friedensvertrag sind nicht wirtschaftliche Fragen. Es ist der Ausschluss des Prinzen von Oranien von der Macht in den Niederlanden. Das ist für Cromwell das Kernelement des Friedensvertrages und etwas, dem Johann de Witt nur allzu gern zustimmt. Das Abkommen hat zur Folge, dass der erst 3 Jahre alte Wilhelm III. Formal von der Macht ausgeschlossen wird. Als Charles II. Wieder auf dem englischen Thron sitzt, versucht er, de Witt dafür zu gewinnen, seinem Neffen Wilhelm den ererbten Titel und die dazugehörenden Privilegien zu verschaffen. Doch de Witt weist ihn ab und verweigert ihm sogar jeden Einfluss auf Wilhelms Erziehung. De Witt und Charles II. Hatten nichts füreinander übrig. Größere Sorgen als diese hatte Charles allerdings in England selbst. Seine größten Probleme sind die Finanzen. Der König hat kein Geld. Das Parlament gibt ihm nur wenig, er hat kaum Einnahmen. Wo also soll das Geld herkommen? Man glaubte, dass man den wenigen Handel nicht ausweiten kann, dass man anderen ihre Handelsbeziehungen wegnehmen muss. Wer besitzt welche? Die Niederländer. Mögen wir die? Nein. Sie sind Republikaner und eigentlich nicht unseresgleichen. Also nehmen wir den Niederländern ihren Handel weg. Charles II. Geht wie bei Neu-Amsterdam vor. Er ordnet einen Überraschungsangriff auf die niederländischen Vorposten längs der afrikanischen Küste durch Robert Holmes an. Dieser hatte auf Charles Seite gestanden während seines Exils. Fürs militärische Grobe ist während dieser klassischen Zeit der Restauration Robert Holmes zuständig, ein Kavalier aus dem Bürgerkrieg, der dann zur See fuhr und eine Mischung aus Höfling und Freibeuter wurde. Er bekommt Kriegsschiffe und wird nach Westafrika beordert, um auf den niederländischen Handelsposten Chaos und Verwüstung anzurichten und sie wegzufegen. Sekretär Rüsch, beauftragen Sie unseren Gesandten, Charles zu ersuchen, was der Grund für diese unverantwortliche Gewalt von seinem Untergebenen Robert Holmes sei. Er hat entlang der Küste Afrikas unsere Handelsmissionen ausgeplündert und sich unserer Festungen und Schiffe bemächtigt. Unser Gesuch wird den König belustigen. Kein Zweifel, dass Holmes auf königliche Anweisung plünderte, ebenso wie Nichols sich der persönlichen Mittäterschaft des Königs erfreute. Und offiziell werden wir vor allem erst die Wiedereinsetzung und dann die Wiedergutmachung verlangen. Und darauf bestehen, dass Holmes wie Nichols nach ihrer Rückkehr festgenommen werden. Aber um eine etwas direktere Entschädigung zu bewirken, werden wir de Reuter mit unserer Mittelmeerflotte nach Afrika schicken. Und dann, so Gott will, nach Amerika. De Witt hatte Michael de Reuter mit dem Kommando der niederländischen Mittelmeerflotte betraut. De Reuter war erfahren, hochqualifiziert und vor allem loyal. Die Engländer hatten in Westafrika einige niederländische Festungen eingenommen. Sie hatten das in Friedenszeiten getan. Johann de Witt entschied nun, diese Festungen zurückzuerobern. Wie aber war ein solcher Plan geheim zu halten? Jede Entscheidung würde an die Engländer verraten werden, besonders dann, wenn etwas dafür gezahlt würde. De Witt weiß, dass einige der Männer um ihn herum Geheiminformationen gerne weitergeben. Daher wird zunächst beschlossen, die Flotte in das Mittelmeer zu senden. Daraufhin schickt er alle weg und gibt erst dann de Reuter den eigentlichen geheimen Befehl, nach Westafrika zu segeln. So steht es jetzt also in den offiziellen Protokollen. Aber wer liest die schon? Und diese Anweisung für de Reuter wurde umgehend nach Spanien geschickt. Sie erreichte ihn und er segelte sofort nach Westafrika. Charles weiß nichts von de Reuters Angriff in Afrika, wäre aber wohl kaum dagegen gewesen. Er braucht Kriegsbegeisterung für die Unterstützung des Parlaments. Er hat bereits seinen königstreuen General Monk heiß auf einen Krieg gemacht. Und während Charles so tut, als wüsste er nichts von Holmes' Angriff,
stachelt Monk den einflussreichen Samuel Pepys vom Marineamt an, dieses Kriegsprogramm zu unterstützen. General Monk, jetzt unser Lord Albemarle. Dies ist Mr. Samuel Pepys, Cousin des Earl of Montagu und Beamter des Marineamts und ein sehr gescheiter Mensch. Wir haben dem Gesandten mit unserem fürstlichen Wort versichert, dass wir Captain Holmes weder Befehl noch Weisung gegeben haben, Afrika anzugreifen. Noch ist uns bekannt, aus welchem Grund er so viel Feindseligkeit an den Tag legt. Ich habe mit Holmes gesprochen, bevor er in See gestochen ist. Er erörterte die positiven Effekte, die ein niederländischer Krieg haben würde. Und meinte, dass der gesamte Handelsumfang für uns beide zu klein sei. Also einer von uns beiden wohl verschwinden sollte. Die Niederländer haben zu viel Handel. Und wir haben uns entschlossen, sie davon zu befreien. Sie waren nicht Freunde unseres Königs im Exil, vor seiner Wiedereinsetzung. So war es. Jahrelang haben die Niederländer wegen Cromwells Feindseligkeit gerne Nachsicht gezeigt und mich gemieden wie ein verdammtes Fass voller Pestilenz. Auf die Nachricht meiner Rückkehr als König hat man uns in Den Haag überschäumend gefeiert. Und uns eine Yacht geschenkt. Was für ein verlogenes, kleinmütiges Volk. Ich bebe immer noch bei dem Gedanken an die Insel Amboyna. Über ein halbes Jahrhundert zuvor nahmen die Niederländer in ihrer indonesischen Handelsniederlassung Amboyna einen Spion gefangen, der die Verwicklung englischer Kaufleute in ein Komplott gegen das Niederländische vorgesteht. Die Niederländer verhaften die angeblichen Verschwörer, foltern Geständnisse aus ihnen heraus und enthaupten sie. Dieser Vorfall lag schwer auf der englischen Seele und es entstanden Gedichte und Tragödien über Amboyna. Amboyna kann sich überall wiederholen, wo man die Niederländer an der Macht lässt. Das Einzige, was sie wirklich respektieren, sind die Breitseiten unserer Kanonen. Der ganze Hof ist verrückt nach einem Krieg mit ihnen. Offenbar bin in unserem ganzen Königreich ich der Einzige, der für Frieden eintritt. Pepys gehört nicht zum innersten Zirkel von Charles II. Er versteht möglicherweise nicht die Ironie der Friedensaussage des Königs. Er weiß nicht, dass die Angriffe von Nichols und Holmes von Charles autorisiert waren. Aber de Witt weiß es, der bereits de Ruyter Afrika zurückfordern lässt und gewiss nicht die Absicht hat, es dabei bewenden zu lassen. Wo ist Holmes jetzt? Portugal, vor der Küste nahe von Lissabon. Wann wird er wieder zurück in England sein? In 2 Monaten. De Ruyter hat bereits Goree zurückerobert, eine Anzahl von Schiffen inbegriffen. Er wird die Küste im Dezember einnehmen. Hier, weitere Befehle an de Ruyter. Nach Ostafrika und auf zur Karibik. Durchführung optimaler Vergeltungsmaßnahmen mit so viel Schaden wie möglich auf Barbados, Neuniederlande, Neufundland. Es sind so viele Kaufleute und Lager von Zucker und Tabak aufzubringen, wie auch zu transportieren. Und zu vernichten, was zurückbleibt. Zu plündern sind ihre Plantagen, ihre Fischgebiete zu zerstören und dann auf dem kürzesten Weg den Kurs nach Hause nehmen. Kurs Richtung England. Die Nachricht von de Ruyters erfolgreichen Gegenangriffen längs der afrikanischen Küste erreicht England etwa um die gleiche Zeit, zu der auch Holmes zurückkehrt. Nun ist ein Krieg mit den Niederländern praktisch unausweichlich. Ich höre eben die betrübliche Nachricht von unserer Niederlage in Guinea. De Ruyter mit seiner Flotte ist dabei, sich all das zu nehmen, was immer unser Eigen war. Forts, Waren, Schiffe und Männer. Das gesamte Werk von Holmes zunichte gemacht. Nicht alles. Ist er doch gerade in Plymouth mit viel Beute gelandet. Gold, Elfenbein und niederländischen Schiffen. Was sagt Holmes zu den Berichten über die Feigheit seiner Kapitäne? Er kommt gerade. Fragen Sie ihn doch gleich selbst. Monk, wie geht es Ihnen? Holmes, willkommen in der Heimat. Mr. Pepys? Nun, und wie umfangreich ist der Schatz? Ach, hunderttausende Pfund. Es findet momentan eine Zählung statt. Die Beutekommission hat sich über die Schiffe hergemacht, wie Geier über einen fetten Kadaver. Major Holmes, ich sollte Sie darauf hinweisen, dass manche behaupten, dass Sie Ihre Order, unseren Handel zu schützen, auf ungebührliche Weise überschritten haben. Unseren Handel zu schützen? Wir hatten doch keinen Handel zu beschützen. Nein. Ich bin aufgebrochen, um denen eins über den Schädel zu hauen und so viel wie möglich von ihrem Reichtum zu stehlen. So habe ich die Bedeutung meiner offiziellen Anweisung verstanden. Und so sind Sie sicherlich auch gemeint gewesen, Holmes. Das habe ich dann auch getan. Sind Sie durch de Ruyters Angriff irgendwie beunruhigt? Gewiss haben vielleicht einige meiner Kapitäne allzu leicht aufgegeben. Doch das sind lächerliche Spekulationen der Etappenkrieger. Breitseiten sehen aus 15 Meter Entfernung erheblich anders aus.
Die Reuters Erfolg bedeutet, es wird Krieg und große Chancen geben. Ich mache mir Sorgen über das Geld, das zur Finanzierung der Marine fehlt. Nun, wir holen uns die Geldmittel von der niederländischen Kaufmannschaft. Der König lässt Ellen die Smyrna-Flotte angreifen. Reiche Beute vor Gibraltar. Lassen Sie uns hoffen. Guten Tag, meine Herren. Für jemanden ohne Erfahrung hat Diebs viel zu viele zementierte Meinungen. Ein äußerst lästiger Gesell. Aber er hat eine wunderschöne Frau, mit der man wohl gern familiären Umgang hätte. Nun, vielleicht nach dem Krieg. Pieps Tagebuch berichtet uns, wie schockiert er auf Festen über die Aufmerksamkeiten von Holmes gegenüber seiner Frau war. Es schildert auch sein Missfallen darüber, wie überstürzt ein unbedachter Krieg begonnen wurde. Und wieder griffen die Engländer grundlos und ohne Kriegserklärung eine große niederländische Handelsflotte an, sodass die aufgebrachten Niederländer jetzt wussten, dass ein richtiger Krieg unvermeidlich sein würde. Dieser Angriff gilt nicht nur unseren Handelsniederlassungen, sondern dem Herzen unseres gesamten Handelsverkehrs aus dem Mittelmeer. Was heißt, dass wir uns de facto in einem Krieg mit England befinden? Für Ihre Zustimmung lauten die Befehle an all unsere Admiralitäten. Nach reiflichen Überlegungen wird also beschlossen und entschieden, sie zu ermächtigen, die Engländer anzugreifen, zu überwältigen und möglichst zu vernichten. Und das überall. Sowohl in als auch außerhalb von Europa, an Land und auf See. Und mit aller Gewalt und mit Gottes Segen haben sie unsere Autorität, Vollmacht und Ermächtigung, also zu handeln. Charles wird jedenfalls seinen Krieg bekommen! Charles will Krieg. Aber einen Krieg, der kurz, entscheidend und gewinnbringend ist. Aber nicht den, den er bekommen wird. Die Marine gibt jetzt bereits den höchsten Betrag aus, der je vom Parlament genehmigt wurde. Über 2 Millionen Pfund. Charles weiß, wie gefährlich es auch für seinen eigenen Bruder James und seinen langjährigen Freund und Exilgefährten Lord Falmouth wird. Falmouth? Falmouth? Mhm. Lely, unser Hofmaler, behauptet, das sei mein Porträt. Wenn das wirklich so ist, bin ich ein hässlicher Bursche. Oh nein, Eure Majestät. Das ist nur Lelys einseitiger Lähmung zu danken. Wenn's ihm wieder besser geht, wird auch euer Bild besser. Falmouth, ich glaube wirklich, er ist der niederträchtigste Hund in ganz England. Ich glaube schon, als Eurer Majestät Untertan bin ich's. Da sind James und seine Wachen. Dann werde ich mich verabschieden, Eure Majestät. Mein guter Falmouth, kümmere er sich um James. Solange wir mit der Königin ohne Nachwuchs sind, ist er alles, was wir haben. Charles' Sorge um seinen Bruder James hat sowohl persönliche als auch dynastische Gründe. Seine 2-jährige Ehe mit Katharina von Braganza blieb bisher ohne Erben. Obwohl James in der Thronfolge der Nächste ist, übernimmt er dennoch das Oberkommando über die absegelnde Flotte mit den besten Kapitänen von Charles, wie Monk und Holmes. Eure Majestät. General Monk, unser Bruder James hat die effektiven Erfolge der Schlachtlinienformationen im letzten Seekrieg erörtert. Ja, Eure Majestät. Und die Signale. Wenn wir uns auf der Wetterseite befinden, formieren wir uns zu einer Schlachtlinie aus 3 Verbänden, einem Flottenverband von 8 Meilen Länge. Schiffe in Schlachtordnung segelten normalerweise auf einem Kurs mit einem bestimmten Einfallswinkel am Wind. Wenn ihre Gegner den gleichen Kurs segelten, hatte die härter am Wind segelnde Flotte die Luftstellung. Die Flotte, die weiter entfernt vom Wind segelte, hatte die Lehstellung. Die Flotte, die auf der Wetterseite Manx segelte, war in der Luftstellung. Die Lehstellung hatte ihre Tücken. Wenn ein Schiff in Lehstellung angreifen wollte, musste es in den Wind segeln, verlor dabei an Fahrt und war dem Breitseitenfeuer von mehreren Schiffen ausgesetzt. Was, wenn die Niederländer zu entern versuchen? Solange wir den Wind haben, können wir mit dem Wind segeln und unsere schweren Kanonen optimal nutzen. Keins unserer eigenen Schiffe blockiert die Kanonen eines anderen. Wie steht's mit euch alten Piraten, Holmes?
Kann man euch noch Neues lehren? Ja, Euer Majestät. Solange die Niederländer in Einzelverbänden angreifen, können wir Abstand halten und sie vernichten. Sie werden sich um ihre vielen Admirale scharen, solange sich die niederländischen Städte misstrauen. Was uns nur recht sein kann, ist dies unserem Erfolg von Nutzen. Oh, wir wünschen viel Glück und Erfolg. Euer Majestät. Die niederländische Flotte ist keine nationale Seestreitmacht. Es gibt 5 verschiedene Admiralitäten. Die beiden größten, Rotterdam und Amsterdam, gehören zu Holland. Aber sie sind große Rivalen. Die 3. Admiralität ist Zeeland. Die Admirale verschiedenster Verbände haben keine klar vereinbarte Rangfolge. Der Versuch, eine gewisse Geschlossenheit dieser Flotte zu erreichen, zog ernsthafte politische Probleme nach sich. Unter der Führung de Witts haben sich die konkurrierenden niederländischen Städte darauf verständigt, eine starke Kriegsflotte aufzubauen. Das Ergebnis sind Dutzende großer Kriegsschiffe, die, wie de Witt 10 Jahre zuvor gefordert hatte, den englischen Breitseiten standhalten und es mit gleicher Münze heimzahlen. Als der 2. Niederländische Krieg begann, waren die neuen Schiffe schon fast einsatzbereit. Die Engländer hatten keine ausreichenden Informationen darüber, dass die Niederländer sie beim Bau schwerer Kriegsschiffe eingeholt hatten. Diese größte holländische Schiffsklasse war zwischen 49 und 53 Meter lang und bestückt mit bis zu 80 Kanonen. Das war immer noch etwas weniger als bei den Engländern, aber andererseits waren unsere Kanonen etwas schwerer. Wenn das Schiff eine Breitseite abgefeuert hat, also alle Kanonen auf einer Schiffsseite losgingen, verlor es eine halbe Tonne an Gewicht. Es muss schrecklich gewesen sein, das mitzuerleben. Die neue Flotte de Witts ist im Frühjahr 1665 noch nicht voll einsatzbereit. Aber folgenschwerer könnte sein: De Ruyter, der Kommandeur, dem alle Admirale folgen werden, ist noch nicht von seinem Karibikunternehmen und von der Ostküste Amerikas zurück. De Witt sucht nach einem zuverlässigen Vertreter für De Ruyter und beruft Baron von Obdam, das niederländische Flottenkommando, zu übernehmen. Obdam, der Erfolge in der Ostsee zu verbuchen hat, steht jetzt aber einer Seeschlacht von bisher ungekanntem Ausmaß gegenüber. Die Flotten bestehen aus jeweils mehr als 100 Schiffen und 20.000 Seeleuten. Während die niederländischen Kriegsschiffe, die Halbtonnenbreitseiten abfeuern können, noch nicht einsatzbereit sind, haben die Engländer schon 27 Schiffe zur Verfügung. Außerdem haben sie taktische Seemanöver entwickelt, die ihrer überlegenen Feuerkraft eine verheerende Wirkung verschaffen. Die Engländer führten 2 Manöver durch, um den Kurs zu ändern. Beim ersten machte das erste Schiff in der Schlachtlinie eine Wende und alle anderen folgten ihm auf der Stelle. Eine Wende vom Ende der Schlachtlinie durchzuführen hieß, dass das letzte Schiff zuerst mit der Wende begann und alle anderen Schiffe dann versuchten, das gleiche Manöver durchzuführen. Eine solche Wende vom Ende der Schlachtlinie erforderte enorme Koordination, gute Signalgebung und seglerisches Können. Wenn die Engländer dieses Manöver mit 100 Schiffen begannen, flößte dies sogar den Niederländern, die selbst keine schlechten Seeleute waren, gewaltigen Respekt ein. Der englische Flottenverband fuhr etwas nördlich vor der Küste von Lowestoft. Beide Seiten versuchten, ein Gefecht zu erzwingen. Der niederländische Kommandeur, Admiral Obdam, wusste, dass er von der Bewaffnung her unterlegen war. Aber er brauchte eine Seeschlacht, um die Engländer vom Meer zu vertreiben, bevor der reich beladene Ostindien-Konvoi nach Hause zurückkehrte. Vor Lowestoft treffen die Flotten in 2 Passagegefechten aufeinander. Am Ende des 2. Gefechts gelingt es den Engländern, mit einem gemeinsamen Wendemanöver auf gleichen Kurs mit den Niederländern zu gehen und sie dann in Luftstellung genauso zu schlagen wie 1653 in der Seeschlacht bei Gabard. Im Zentrum der Schlacht verwickelt James' Flaggschiff, die Royal Charles, das Flaggschiff Obdams, in ein heftiges Einzelgefecht, bei dem Obdam getötet wird und sein Schiff explodiert. Weil sie nicht wissen, wer jetzt das Kommando hat, fliehen die Niederländer, verfolgt von den Engländern. Hätte nicht einer der Höflinge von James einen unglücklichen Befehl gegeben, wäre die Seeschlacht in dieser Nacht beendet gewesen. Damit James nicht länger in Gefahr ist, stoppt einer seiner Höflinge die Verfolgung der Niederländer.
Kurz zuvor wurde der beste Freund des Königs, Lord Falmouth, in der Nähe von James in Stücke gerissen. Sie sollten wieder gehen. Der König empfängt heute niemanden. Er betrauert den armen Falmouth, so wie wir alle es tun. Und ich sorge mich um den König. Er hat ja kaum etwas zu sich genommen und die letzte Nacht wenig geschlafen. Beten Sie für ihn. Der König, so scheint mir, ist unglaublich betrübt über den Tod des Lord von Falmouth. Wünschen Sie ihn nicht wieder ins Leben zurück. Er war jemand, der Vergnügungen zu sehr liebte, als dass es dem König gut tat. Wohl kaum ein guter Dienst, den er ihm bot. Aber er war gewiss ein großer Ehrenmann. Und zeigte dies, indem er den Herzog begleitete, das Beste, was ein Mann für jemanden tun kann. Genau wie Sansom sich opferte, unser tapferer Admiral, den ich mit aller Bescheidenheit erwähnt, zu ersetzen versuche. Aber der Herzog bestimmte für das Kommando Captain Harmon, seinen eigenen Captain. Harmon? Ich muss erkennen, dass ich Feinde um mich herum habe, die gegen mich eingenommen sind, die nicht erdulden wollen, dass ich emporsteige. Ich kann so nicht weitermachen. Ich werde zurücktreten. Sie! Ein ziemlich eitler, voreiliger Stutzer. Er wird davon nicht abzubringen sein. Ist Holmes so reich, dass er eine Gelegenheit sucht, aus dem Dienst auszuscheiden? Der Herzog wird seinen Abschied jetzt mit einigem Widerwillen annehmen, denke ich. Aber bei der nächsten Flottensaison werden alle wieder Freunde sein. Holmes wird wieder ein gutes Schiff befehlen und ohne Zweifel hoch geehrt sein. Während England nur einige Höflinge betrauert, geht es bei den Niederländern um weit mehr. Die Niederländer haben in diesem speziellen Fall rund 17 Schiffe und mehr als 5000 Mann verloren. Das ist genau genommen für eine Küstenregion eine große Anzahl. Es hinterlässt eine riesige Lücke in der Bevölkerung. Es geht dabei nicht allein um die Höhe der Verluste, sondern um ihre vergleichsweise große Auswirkungen auf die Küstengemeinden. Der überragende Sieg der Engländer vor Lowestoft ist einer der größten Triumphe der britischen Seegeschichte. Die Niederländer haben eine schwere Niederlage erlitten. Das Beunruhigende ist nur, dass der Krieg damit nicht vorüber ist, sondern dass man weiterrüstet. Charles übt weiteren Druck auf die Niederländer aus, indem er den Bischof von Münster besticht, die Niederländer an ihrer Ostgrenze anzugreifen. Münster und die Niederlande streiten sich um einige Gebiete. Da es kaum Widerstand gibt, nimmt der Bischof in kurzer Zeit einige Städte ein. Die niederländische Armee ist völlig unvorbereitet auf einen Angriff. Alles läuft für Charles nach Plan. Aber plötzlich, aus dem Nichts heraus, die Pest. London wird 1665 von der Pest heimgesucht. Die Menschen fallen in den Straßen tot um, wie die Blätter von den Bäumen. Aber Gott im Himmel, welch traurige Zeit ist das nur, die armen Teufel in den Straßen sehen zu müssen. Über 7000 Tote in einer Woche. Das ist bislang wohl die größte Anzahl, was für uns alle ziemlich schmerzlich ist. Mit der Pest beginnt sich das Glück der Engländer zu wenden. Anfang des nächsten Jahres verläuft auch der Angriff des Bischofs von Münster nicht mehr gut. Denn dieser Angriff veranlasst Ludwig XIV. Von Frankreich, seinem Verteidigungsbündnis mit den Niederlanden nachzukommen. Ludwig verfügt über die größte und beste Armee in Europa. Seine Kriegsflotte ist nicht so groß wie die von England, aber sie schafft ein strategisches Gleichgewicht zugunsten der Niederländer. Als stärkste Macht Westeuropas ergreifen nun die Franzosen Partei für die Niederländer und erklären Großbritannien den Krieg. So muss Charles jetzt mit der doppelten Anzahl von Feinden wieder von vorn anfangen. Der Kampfgeist der Niederländer wird durch diese Kriegserklärung wiederbelebt und sie geben mächtige Kriegsschiffe in Auftrag. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass De Witt diese neuen Schiffe einem Kommandeur übergeben kann, der sein volles Vertrauen hat. De Ruyter ist wieder zurück. Nach der Seeschlacht von Lowestoft haben die niederländischen Admirale gemeinsam entschieden, dass sie das englische System übernehmen und so schnell wie möglich einführen wollen.
De Witt und de Reuter nehmen die Parade der Flotte ab, zu der jetzt auch die neuen Kriegsschiffe zählen. Sie treffen sich mit Cornelis Tromp, dem Stellvertreter des kommandierenden Admirals, und Cornelis Evertsen, einem jungen Kapitän, der bei Lowestoft gekämpft hat. Mit Frankreich an unserer Seite haben wir einen neuen Krieg. Jedenfalls hat unser lieber Freund in Münster etwas zum Nachdenken. Charles hat gewiss kein Geld, ihn zu bezahlen. Ludwig wird ihn wohl bald heimschicken. Aber was wird Ludwig auf See tun? Nun, Tromp, was glauben Sie? Danke, dass Sie gekommen sind. Nachdem Obdam umgekommen ist, sollte meine Position die Ihre werden. Ein edler Patriot, der seinem Land gedient. Ja, wahrlich edel. Nun, ich bin hier. De Witt weiß, zu überzeugen oder zu überrumpeln, wenn dies vonnöten ist. Und um zu antworten, Ludwig wird nur das Allerwenigste machen und dabei weiterhin seine Ehre wahren. Er mag schon einige englische Schiffe ablenken. Gut. Evertsen, Sie waren in Lowestoft. Was war der Grund unserer Probleme? Die englische Formation. Einheitlich, in einer Schlachtlinie. Bestückt mit großen Kanonen. Ein gleichzeitiges Wendemanöver der gesamten Flotte. Danach waren unsere Einzelverbände nur noch kleine Mücken zum Totschlagen. Aber wir konnten doch immer dicht aufschließen und darauf entern. Aber nicht, wenn sie die Luftposition einnehmen. Sehr beunruhigend. Können wir denn nicht mehr so kämpfen, wie wir seit 100 Jahren tun? Nein, nicht um zu gewinnen. Und alle anderen Kapitäne sind gleicher Meinung. Tromp, was denken Sie? Nun, die jungen Kapitäne haben recht. Unsere Flotte ist oft nicht imstande zu feuern, weil unsere eigenen Schiffe im Wege stehen. Macht es Ihnen etwas aus, das englische System nachzuahmen? Nein. Und die sind auch nicht so clever. Selbst ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Dann hoffen wir mal, dass Ihre blinden Hühner zur Sommerzeit noch beim Bauern sind. Während die Niederländer ihre neuen taktischen Formationen üben, plant Charles, einen Teil seiner Flotte unter dem Kommando seines Cousins Prinz Rupert loszuschicken. Er will die französische Flotte, die in den Ärmelkanal hineinsegelt, blockieren und den größeren Teil seiner Flotte zurückhalten, die unter dem Kommando des Herzogs von Albemarle den Niederländern begegnen soll. Diese Teilung der Flotte ist ein Risiko. Die Niederländer werden den Verbänden Albemarles mit größter Sicherheit zahlenmäßig überlegen sein. Also braucht Charles seine besten Kapitäne für die Flotte von Albemarle. Er holt Holmes wieder in den Dienst zurück. Wohlan, Sir Robert. Dieser Adelsstand passt zu euch. Genauso wie euer neues Schiff, Defiance. Beides ist mir eine große Ehre, Majestät. Ich hoffe, euch viele Siege als Gegenleistung bringen zu können. Das werdet ihr gewiss. Euer Geschwader ist bemannt und ausgerüstet? Ich schließe mich schon in einer Woche der Gruppe von Albemarle an. Ich werde jetzt also meinen Pflichten nachkommen, Euer Majestät. Monk, was sage ich? Ich meine Albemarle. Sie sind seit meiner Wiedereinsetzung Herzog. Ich werde mich gewiss noch an Albemarle gewöhnen. Eure Majestät darf mich nennen, wie es behagt. Meine Frau nennt mich weiterhin Monk, jedenfalls in unserem Schlafgemach. Herzog von Albemarle, der Name bleibt mir also in zweifacher Hinsicht geläufig. Doch ich meide ihr Schlafgemach. Kein Platz für uns zu dritt. Albemarle. Wie denken Sie über unsere Teilung der Flotte? Ehe wir die französische Position kennen, ist es ein notwendiges Übel, Euer Majestät. Wir können nicht zulassen, dass die Franzosen sich mit den Niederländern vereinen. Ja, und jüngste Geheiminformationen sagen, dass an Bord der französischen Schiffe Männer für einen Angriff auf Irland sind. Sie haben 70 Schiffe in Ihren Verbänden? Wenn alle bemannt und bestückt sind, Majestät. Zurzeit ist die zur Verfügung stehende Anzahl fast 60. Sollten die Niederländer im Hafen bleiben, bis die Franzosen kommen, werden wir wohl bereit sein. Falls die Niederländer früher kommen, Euer Majestät, soll ich kämpfen oder abwarten? Das müssen Sie entscheiden, Mark. Ich meine, Albemarle. Wie ist die Situation erfordert und ob Sie es für angemessen halten? Wir werden wieder die Chancen ergreifen, Euer Majestät. Wie bei Gabbert und Lowestoft. Hervorragend. Der Herzog von Albemarle wusste, dass er zahlenmäßig unterlegen war. Er hatte den König gewarnt und der hatte einfach geantwortet, dass er tun solle, was er für richtig halte. Das war ein katastrophaler Fehler, weil der Herzog von Albemarle das als einen Angriffsbefehl missverstand. Das Wetter war ziemlich schlecht, die See aufgewühlt. Die Niederländer lagen vor Anker und konnten sich wohl kaum vorstellen, dass die Engländer angreifen würden.
Der starke Südwestwind brachte die englischen Schiffe in eine derartige Schräglage, dass sie nicht imstande gewesen wären, ihre größten Kanonen auf dem Unterdeck zum Einsatz zu bringen. Aber Albemarle sieht seine Chance, wendet die Flotte und steuert direkt auf einen ungeschützten niederländischen Verband zu. Die Niederländer erkennen schließlich, dass die Engländer angreifen. Der niederländische Verband unter Tromp kappt seine Anker und kann gerade noch rechtzeitig Segel setzen. Stundenlang waren beide Flotten dann in Rückzugsgefechte verwickelt. Doch die See war derart bewegt, dass die Schäden nicht allzu groß waren. Albemarle war mit seiner Absicht, diesen ungeschützten niederländischen Verband unschädlich zu machen, total gescheitert. Als sich Albemarle Untiefen nähert, signalisiert er seiner Flotte, abzudrehen. Aber ein englischer Verband übersieht das Signal und segelt weiter darauf zu. In diesem Augenblick erleben die Niederländer ein Desaster. Das Flaggschiff von Cornelis Tromp, die Hollandia, wurde in eine Kollision verwickelt und völlig manövrierunfähig. Der englische Admiral steuert direkt durch die niederländische Flotte auf Tromps Flaggschiff zu. Aber Albemarle, der bereits in die andere Richtung segelt, kann dieses wagemutige Manöver nicht unterstützen. Daraufhin entern die Niederländer den englischen Angreifer. Die ersten niederländischen Marinesoldaten treffen an Bord des englischen Schiffes auf heftigen Widerstand. Aber die Besatzung eines zweiten niederländischen Schiffs legt Planken hinüber und entert gewaltsam. Bald ist alles vorüber. Und die Niederländer haben drei englische Schiffe gekapert. Als es Nacht wird, schickt die englische Admiralität ein schnelles Boot den Ärmelkanal hinab mit der Nachricht an Rupert: Schlacht hat begonnen. Unverzüglich zurückkehren. Am zweiten Tag war das Wetter wesentlich ruhiger als am Tag zuvor. Und es war ein heißer Tag. Die niederländische Flotte war durch ihre Lehposition erheblich im Nachteil. Und der Rauch der Kanonen trieb immer wieder nach unten, sodass häufig weder der Ablauf der Geschehnisse noch die luvwärts segelnde Flotte zu erkennen war. De Ruyter will die Luvstellung einnehmen und versucht mit der niederländischen Flotte durch die englischen Linien zu brechen. Aber der letzte Verband, das Geschwader von Tromp, kommt nicht mehr durch und wird von englischen Kriegsschiffen umzingelt. De Ruyter erkannte, dass Tromp in Schwierigkeiten war. Also sammelte er einen kleinen Verband um sich, segelte direkt auf die Position von Tromp zu und vertrieb die ihn attackierenden englischen Schiffe. Als am Ende des zweiten Tages viele Schiffe beschädigt sind, setzt Albemarle sich ab und segelt nach Norden. Die Engländer hatten am dritten Tag erkannt, dass sie zurückweichen müssen. Albemarle schickte alle beschädigten und kleineren Schiffe voraus, so gut sie segeln konnten, und versammelte 16 der größten Schiffe, von denen jedes 6 bis 8 Kanonen auf dem Achterdeck tragen konnte, und stellte sie nebeneinander in einer Linie auf. Die schweren Kanonen des Herzogs von Albemarle halten die Niederländer bis zum Nachmittag auf Abstand. Dann kann er sich dem eintreffenden Verband Ruperts anschließen. Die englischen Lotsen hatten im Durcheinander der Schlacht den Kurs verloren und steuerten die Flotte geradewegs auf eine gefährliche Sandbank zu, den Galloper Sand. Viele der großen Schiffe fuhren auf, alle konnten sich befreien, bis auf die Royal Prince, ein Dreidecker mit 92 Kanonen. Die Niederländer könnten die Prince leicht aufbringen, doch sie wird auf Befehl der Reuters verbrannt. Es darf kein Schiff ausfallen, weil es eine solche Beute in den Hafen schleppt. Er braucht die geballte Kraft seiner ca. 70 Schiffe für die nächste Seeschlacht. Zu Beginn des vierten Tages halten die Niederländer die Luftposition. Albemarle und Rupert entscheiden sich anzugreifen, um selbst die Luftposition zu erobern. Die englische Flotte verfügt über insgesamt 50 Schiffe, die unbeschädigt und voller Munition sind, keine Verletzten und vollzählige Mannschaften haben. Die englischen Schiffe durchbrachen die niederländische Linie, brachten sich in Luvstellung und teilten dabei die niederländische Flotte. Im Laufe des Tages schienen die Engländer von einem bestimmten Zeitpunkt an dabei zu sein, die Seeschlacht zu gewinnen. Als De Ruyter nach Norden fährt, wirkt das so, als ob er die umzingelten Schiffe aufgibt und mit dem Rest seiner Flotte in den Hafen zurücksegeln will.
Als die Engländer glauben, dass die Niederländer sich zurückziehen, wendet De Ruyter plötzlich wieder und steuert mit seiner gesamten Streitmacht direkt auf die Engländer zu. Jetzt können die Niederländer zum ersten Mal ihre zahlenmäßige Überlegenheit ausspielen. Die Engländer werden davon überrumpelt. Ihre Flotte gerät in Unordnung. Viele ihrer Schiffe werden gekapert. Daraufhin ziehen sich die Engländer in die Themse zurück. De Ruyter steuert, ohne Munition, ebenfalls zurück in seinen Heimathafen. Die Bilanz dieser Seeschlacht, nahezu 4000 Tote und die gleiche Anzahl Verwundeter. Aber die Niederländer feiern ihren ersten bedeutenden Sieg im Zweiten Englisch-Niederländischen Krieg. Es war einer der größten Siege, den die Niederländer je über die Engländer errungen haben. In vielen Liedern besungen und auf Medaillen geprägt. Beide Seiten konnten wichtige Erkenntnisse aus der Vier-Tage-Schlacht ziehen. Die Engländer erkannten jetzt, dass die neuen Schiffe der niederländischen Flotte eine viel größere Feuerkraft besaßen und nach Übernahme der englischen Taktik auch in einer Schlachtlinie kämpften. Und die Niederländer hatten begriffen, dass die Engländer den Kampf nicht scheuen würden, auch wenn sie zahlenmäßig unterlegen waren. Aber sie lernten bald noch etwas Wichtigeres. Kein Einzelsieg garantiert die Macht auf dem Meer. Solange die Engländer beschädigte Schiffe überholen und neue in Auftrag geben können, wird es zu weiteren gewaltigen, erbitterten und blutigen Schlachten kommen. Dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei.